So, Donkey Kongs, was, Deka-Dschungel? Oder wie heißt die Strecke? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es, glaube ich... Oh, jetzt lass mich nicht lügen. Es ist, glaube ich... Es ist eine Mario Kart 7 oder eine Mario Kart DS-Strecke. Oder eventuell sogar beides, weil sie in 7 geremaked wurde. Aber in 7 war sie, glaube ich, auf jeden Fall drin. Ja, ich glaube, es müsste eigentlich eine 7-Strecke sein, weil das ist ja in Anlehnung an DKCR und bei MKDS gab es noch keinen DKCR. Von daher wäre es relativ seltsam, wenn sie das im selben Stil gemacht hätten. Das ist ja aber übrigens auch eine Strecke, die ich ziemlich, ziemlich cool finde. Ja, könnte man wahrscheinlich auch zu meinen anderen zwei Lieblingsstrecken, die ich bisher genannt habe, dazu zählen. Das Münz-Item gibt einem, wie ihr seht, auch zwei Münzen, nicht nur eine. Das habe ich am Anfang immer falsch eingeschätzt. Ich dachte immer, es gibt eine, weil man sieht auch irgendwie nur eine, aber sein Konto geht tatsächlich um zwei hoch. Also von daher, das erste Mal auch, dass ich einen Pilz auf 1 ziehe, das ist auch interessant. Aber mir ist tatsächlich nicht bewusst, ob man mit Pilzen auch Blue Shells dodgen kann in dem Spiel. Das hat gestern, die zwei Leute, mit denen ich da gecallt habe, haben es, glaube ich, beide mal probiert gehabt und beide nicht geschafft. In diesem Sinne, ja. Aber so ein Pilz an sich ist eigentlich auch kein verkehrtes Item, weil es hilft einem eben, gerade weil der Blitzstart hier nach einem Treffer nicht existiert, ganz gut nach dem Treffer wieder wegzukommen. Und auf der anderen Seite natürlich für irgendwelche Cuts oder so ist es auch durchaus, ja, sinnvoll. Genau, oder wenn man runterfällt, man behält sein Item, ja, kann man einfach den Pilz einsetzen und zack, wieder weiterfahren. Das ist halt auch so eine Sache, die... ja, bei manchen ein bisschen fragwürdig angesehen wurde, dass man eben sein Item behält, wenn man runterfällt, aber... ja... wird sich zeigen, ob das irgendwie OP wird oder nicht. Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Weil die Sache ist ja, also ich meine, man kann natürlich den Schock dadurch halten, aber ich weiß nicht, inwiefern der Schock vielleicht durch Sterne rausgeprügelt werden kann. Ich weiß auch nicht, ob man überhaupt ein Item rausgeprügelt bekommen kann. Das wäre so die Frage. Weil dann wäre der Schock ja schon relativ sicher. Auf der anderen Seite sieht man ja auch, wenn der Gegner den Schock hat. Und das ist halt der große Vorteil in diesem Spiel. Dass man dann eben... ja, keine Ahnung. Du kannst... es ist quasi alles ein Mindgame. Wie der Gegner seinen Schock setzt, weil du weißt ja, dass er ihn hat. Das heißt, er kann dich verarschen und so tun, als würde er einsetzen. Und dann vielleicht doch eine Runde warten und dann einsetzen. Oder du kannst ihn verarschen und erstmal einen Dodge anmachen und dann, wenn der Dodge aus ist, immer eine Kette weiter anmachen. Also du hast einfach viel mehr Möglichkeiten und du weißt einfach, dass der Gegner auch den Schock hat. Also es bietet sowohl auf der Schockhalterseite als auch auf der Seite der Gegner mehr Möglichkeiten. Und inwiefern diese Möglichkeiten von beiden Seiten irgendwie schwerer genutzt werden können, das werden wir dann sehen. Ich finde es jedenfalls schade, dass wir schon wieder... in einem Rennen verkackt haben und die anderen drei gewonnen. Aber ich denke, das war bei Mario Kart Wii ja genauso, wenn man da irgendwie was Gutes holen wollte. Aber diesmal nur ein Stern, das ist auch interessant. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass wir nicht mal Zweiter geworden sind in dem einen Rennen oder tatsächlich daran, dass ich ziemlich gegurkt bin. Das kann ich euch jetzt nicht beantworten an der Stelle. Ja. Und ich hoffe auch, es ist jetzt nicht blöd für euch, dass ich die ganze Zeit nur ein Gefährt fahre, weil... keine Ahnung, es ist halt irgendwie mein Main-Gefährt und ich bin auch niemand, muss ich ehrlich sagen, der da gerne wechselt. Ich bin da ehrlich gesagt echt, vielleicht ein bisschen, ja, verstockt oder so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, müsst ihr mir sagen. Also wenn es tatsächlich harte Bestreben geben sollte, alle anderen Fahrzeuge zu zeigen, wovon ich jetzt mal nicht unbedingt ausgehe, weil es ist im Endeffekt ist es nur ein Fahrzeug, und es ändert die Spielmechanik jetzt nur marginal, dann könnt ihr trotzdem Bescheid sagen. Das war jetzt, glaube ich, mal der beste Turbostart, den man machen kann. Sieht nicht ganz so spektakulär aus, wie man es vielleicht erwarten würde, aber man merkt es schon am Fahrgefühl. Und das sollte man auf jeden Fall unterstreichen. Ja, auf der anderen Seite spiele ich gerade mit Pro Controller. Hat man ja wahrscheinlich schon gehört, weil das Gamepad habe ich vor meinem Fernseher liegen und darauf gucke ich mir dann eben... bei Gelegenheit die Karte oder die Items der Gegner an. Ich finde die Umsetzung davon auch, ja, wurde teilweise ja schon mal gemeckert, dass das irgendwie blöd ist, weil man da, ja, dann eben nicht auf dem Fernseher die Karte sehen kann und dann Gamepad dann irgendwie so komisch positionieren muss und man quasi auch nicht mit Gamepad spielen kann, weil man dann ja irgendwie doppelt gucken müsste oder so. Aber
Ja, ich finde, es geht eigentlich. Also man muss halt wirklich die Gelegenheit haben, das auch irgendwo zu positionieren. Und wenn das funktioniert, das war doof. Wenn es funktioniert, dann hast du eigentlich auch wenig Probleme damit. Und hier ist es mal wieder so eine Strecke, wo ich mich gut absetzen kann. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist echt teilweise sehr random, ob man sich auf einer Strecke gut absetzen kann oder nicht. Aber gut, keine Ahnung. Vielleicht fahre ich auf anderen Strecken einfach blöde Lines. Könnt ihr mir natürlich immer wieder gerne sagen, wenn ich auf irgendeiner Strecke irgendeine Grütze zusammenfahre, irgendwelche Lines, die man überhaupt nicht fahren sollte, dann bin ich da natürlich für jeden Tipp offen. Und ja, gerade auch was dieses Luftfeature betrifft, also dieses Segeln, dieses Paragliding mit den einzelnen Gleitern. Ja, das kenne ich ja aus MK7 nicht, das heißt, in der Hinsicht weiß ich auch gar nicht, wie man das nutzen sollte, um schnell nach vorne zu kommen oder um gute Lines mit sich zu bringen. Keine Ahnung, ob man da möglichst lange in der Luft bleiben sollte oder kurz oder wie man das mit Pilzen kombinieren kann. Ob es da irgendwo welche Shortcuts gibt. Also von einem Shortcut habe ich, glaube ich, schon gehört, den man damit gut ziehen soll, können soll. Mit einem Pilz und dem Paragleiter. Aber um ehrlich zu sein, man kriegt in diesem Spiel auch selten Pilze. Zumindest kommt es mir so vor. Also wenn ich das mit Mario Kart Wii vergleiche, wo du den einfachen Pilz, den Dreierpilz und den Goldschuhm hast, hast du hier zwar auch alle drei, aber irgendwie kommt es mir so vor, als würdest du die fast nie ziehen. Weil wenn du im Mittelfeld bist, kriegst du öfter mal Dreier-Greens, Dreier-Reds, Dreier-Bananen, eventuell mal eine Hupe oder eine Piranha oder einen Bumerang. Das sind so die häufigsten Items. Und so einen Goldpilz ziehst du im Mittelfeld selten und, ja, Dreierpilze würde ich auch fast sagen, selten. Und manchmal zieht man auf dem letzten auch ziemlich viel Krütze. Also, ja, es ist teilweise echt schwierig, nach vorne zu kommen. Das ist mir auch in WWs oftmals aufgefallen. Aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich noch keine wirklich guten Abkürzungen kann und kenne. Und das würde eventuell da durchaus gegensteuern. Ja, das will ich jetzt nicht unbedingt abstreiten. So, das war jetzt zum Beispiel wieder ein bisschen seltsam. Da habe ich die Turbo-Sachen mitgenommen, aber Bowser war trotzdem schneller. Das trifft mich jetzt aber nicht wirklich, oder? Ja, also manchmal treffen die Red Shells echt krass seltsam. Aber die Strecke hier finde ich auch interessant. Damit kann man hier oben zum Beispiel ziemlich viele Stunts ziehen, bevor man runterfällt. Aber die Coms machen das auch ziemlich gut. Die ziehen auch ganz gut davon eigentlich. Man muss die Items auch ein bisschen früher legen im Spiel, habe ich jetzt gerade festgestellt. Sonst sind die nicht weg frühzeitig. Das war doof. Nein, die Schnapp-Piranha. Ja, das ist halt so die Sache, wenn du einmal getroffen wirst oder wenn du einmal irgendwie zurückfällst, dann hat das ganze Feld irgendwelche Items, die sie dir hinten reinballern und du landest ganz schnell ganz weit hinten. Das kann echt teilweise richtig nervig sein. Aber gut, damit muss man wohl dann irgendwie zurechtkommen. So, die Münzen hier. Vielleicht liegt es auch echt daran, dass ich wenig Münzen habe gerade. Dass ich eben so lang, dass mir alles so langsam vorkommt, also dass ich mir so langsam selbst vorkomme. Von was wurde ich da jetzt getroffen? Okay. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht. Wenn man hier zweimal relativ schnell auf dem Aal einen Stunt machen will, dann kommt man danach nicht mehr so schnell an den nächsten Stunt. Also ich finde es schwierig. Kann man bestimmt dann auch hin und her tänzeln, wenn man es richtig macht, aber das muss man dann halt erst auch mal richtig machen. Das ist so das große Problem dabei. Und die Kurve kriege ich immer noch nicht so gut hin. Deshalb bin ich schon wieder die ganze Zeit im Feld. Naja. Ja, auf der anderen Seite, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, was ich gesagt habe, von wegen meiner Aussage, ja, ich bin das erste Wochenende, wo es MK8 gab, gibt sowieso nicht da, hat sich jetzt erledigt, das Treffen, beziehungsweise, scheiße. Ach ja, ja, das Treffen, beziehungsweise, ja, meine Kumpels konnten einfach nicht mehr und das Treffen hat sich dadurch dann erledigt. Guck, sowas meine ich, jetzt bin ich auf 8 und krieg 3er, auf 9, naja gut, eben war ich auf 8. Kriegt Dreier-Greens, das bringt natürlich herzlich wenig. Und so dann nach vorne zu kommen, ist echt schwierig manchmal. Jetzt ein Bullet. Na, eine Bombe. Das sind halt so die Sachen, die ich meine. Es ist relativ. Wow, das war cool. Aber hat wahrscheinlich nichts gebracht. Na, ja, genau. Schieß mich nochmal ab. Ja, ja, 9. Ganz klar. Ganz klar. Und da sieht man halt, es wird relativ schnell bestraft, wenn man eine Strecke nicht hundertprozentig gut kann. Dann landet man auch gegen Coms ganz gerne mal ziemlich weit hinten.
Also empfiehlt sich schon, die Cups einfach ein paar Mal zu fahren. Jetzt nicht unbedingt vorm Online-Rennen. Also ich finde die Einstellung schwachsinnig, dass man sagt, ich muss erstmal offline gut werden, um dann online spielen zu können. Finde ich echt schwachsinnig, weil selbst wenn man online verkackt, ich meine, was soll's. Und ich habe gestern innerhalb von, keine Ahnung, wie lange habe ich gespielt? Vielleicht anderthalb Stunden online, habe ich 200 Punkte gemacht. Das ist jetzt vielleicht nicht die Welt, aber es zeigt auf jeden Fall schon mal, es ist immerhin ein Fünftel der Punkte, mit denen man startet. Also ein Fünftel mehr als die Punkte, mit denen man startet. Nicht ein Fünftel von den Punkten, mit denen man startet. Das wäre ein bisschen Panne. So, hier kann man den Turbo wieder mitnehmen. Auch hier ist natürlich bestimmt ein Weg schneller als der andere. Und das muss man sich dann erstmal einprägen. Weil bisher fahre ich dann halt immer random einen von den beiden Wegen. Ob das jetzt so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, ne? Aber die Strecke hier an sich finde ich ziemlich cool. Auch, obwohl ich eigentlich nicht so der Disco-Hyper bin, aber keine Ahnung. Strecke an sich macht Spaß. Das ist generell so bei mir bei Strecken, die die relativ viele Rampen und viel Action drin haben, die mag ich dann auch sehr. Oftmals. Auch Strecken eben, wo man nicht auf einer Geraden irgendwie die ganze Zeit rumeiert. Und ja, einfach ganz oft Turbos kriegt oder in irgendwelchen Drifts ist. Ist wesentlich sinnvoller, finde ich. Ja, also bei MKW habe ich auch... Ja, ich weiß nicht. Ja, doch, könnte man vielleicht schon sagen, dass ich selten Strecken gemacht habe, wo man eine halbe Ewigkeit nur Wheelies ziehen muss und... Keine Ahnung, wenig Drifts hat. Das ist einfach so ein bisschen... Wenig dynamisch. Jetzt hatte, glaube ich, hinter mir Dreier-Reds, aber hat es total blöd genutzt. Hätte mich durchaus... Ja. Und der blaue Panzer. Zacka. Und der Blitz hinter... Blitz hinterher war natürlich eigentlich gut, weil ich dadurch zum einen meine Münzen behalten habe, zum anderen nicht zweimal getroffen wurde. Also zumindest die Münzen, die mir eigentlich vom Blitz rausgeschockt werden, geworden wären. Worden? Was? Worden wären. Ich kann gerade keine Grammatik mehr. Richtig gruselig. Naja. Gut, oh, die Hupe. Ja, jetzt hätte man sie mal... Eben hätte man sie mal nutzen können, aber... Ja, zumindest ein zweites Mal ziehe ich sie jetzt in 5 GPs. Müsste man mal ausrechnen, wie viele Items ich insgesamt gezogen habe und wie viele Items... Wow, okay. Die Red Shells können einen hier auch tatsächlich in der Luft treffen. Das finde ich immer so ein bisschen gruselig. Aber gut, naja. Ja, wie gesagt, also das Treffen ist leider flach gefallen. Auf der anderen Seite habe ich ja einen guten Trost und kann mich jetzt mit Mario Kart 8 zukloppen. Und ja, das Schöne ist irgendwie, man findet jetzt immer wieder Leute, mit denen man spielen kann. Das ist halt echt eine coole Sache. Und ja, die Videos hier werden natürlich dann, ich weiß noch nicht mal, wann ich sie hochlade. Vielleicht lade ich sie auch tatsächlich erst hoch, wenn meine restlichen Videos abgelaufen sind. Also die Turniervideos sind zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, immer noch am Kommen, mehr oder weniger regelmäßig, weil ich halt dachte, dass ich diese Wochenende nichts aufnehmen kann. Ja, dann müssen wir einfach mal sehen. Die Strecke hier übrigens finde ich auch ziemlich cool. Ist mal wieder eine Wegabschnittsstrecke oder so, eine Abschnittsstrecke, wie nennt man es jetzt korrekt? Keine Ahnung. Nimm einfach, und der Red Shell. Mhm. Ja, Abschnittsstrecken sind, finde ich, coole Strecken. Kann man durchaus auch ein bisschen taktischer nutzen. Auf der anderen Seite braucht man natürlich dreimal so lange, bis man die Strecke kann, weil man einfach in jeder... Ach Mann, bin ich... Jetzt gerade fahre ich echt Grütze. Weil man einfach in jeder Runde natürlich... jedes Mal, wenn man die Strecke fährt, fährt man halt nur eine Runde quasi und nicht drei Runden wie bei anderen Strecken. Das macht es dann natürlich irgendwie auch ein bisschen schwerer. Hm? Okay. Ja, sehr geil. Random Green über die Wand. Herrlich. Ja, und genau so fährt man das. Herrlich, ja. Und da sieht man wieder, Strecke bin ich, glaube ich, zweimal gefahren, aber dafür halt insgesamt... Na, was heißt insgesamt? Also, ich bin sie zweimal gefahren und deshalb kenne ich halt auch nur jede Runde, beziehungsweise es gibt ja nur eine Runde eigentlich, kenne ich halt alles nur zweimal. Bei anderen Strecken, wenn ich die zweimal gefahren bin, kenne ich halt alles sechsmal. Da wäre übrigens eine Abkürzung gewesen, glaube ich, die man mit Sicherheit hätte cool nutzen können. Aber ich habe es natürlich verkackt. So, ja, also das mit dem Wochenende ist zwar schade, dass es flach gefallen ist, aber
mein Gott, was will man machen? So, den Abschnitt hier finde ich jetzt ziemlich cool, den letzten Abschnitt. Hier kann man jetzt nämlich durch die, ja, durch die, wie nennt man's? Keine Ahnung, wie man's nennt. Beim Ski, bei der Skiabfahrt einfach solche Fähnchen hat. Ich glaube, man nennt es einfach auch Fähnchen. Oder gibt es da einen Fachbegriff für? Ich weiß es nicht. Das hier erinnert natürlich ein bisschen an Deka-Schikane, aber auch nur marginal. Und jetzt am Ende hier hat man dann nochmal einen guten Flug. Wenn man nicht gerade vom Blitz genatzt wird, dann kann man hier durchziehen, durchziehen, durchziehen. Sich noch ein paar Münzen geiern. Und hier hinten am besten abkürzen, wenn man es schafft. Ah ne, die Strecke. Also jetzt fahre ich die Strecke gerade zum dritten Mal, ja. Aber wie gesagt, es ist halt pro Strecke, die du fährst, kennst du jeden Abschnitt nur einmal. Im Gegensatz zu anderen Strecken, wo das doch deutlich häufiger der Fall ist. Ja, und so sahen gestern ungefähr auch meine Ergebnisse aus. Das kann man fast 1:1 vergleichen. Von daher, also großartig verbessert im Vergleich zu gestern habe ich mich jetzt nicht, trotz nochmal 1,5 Stunden online fahren zwischendurch, aber gut, ob man jetzt im Rennen geowned wird oder nicht, das ist manchmal ja auch, also ich würde mir auch nicht zuschreiben, dass ich bei Mario Kart Wii jetzt im First Try überall 3 Sterne schaffe, ganz und gar nicht, aber ihr seht, wenn man so knapp nur gewinnt, dann kriegt man auch selten einen Stern, also vielleicht lag es auch an meiner Fahrkunst, aber weiß ich nicht.